Yoga und achtsame Atemtechniken für den Schlaf sind wundervolle Impulse für die erholsame Nacht. Etwas so Einfaches wie Atmen kann eine enorm entspannende Wirkung auf Ihr zentrales Nervensystem haben. Wir atmen oft schnell und in unsere Brust, besonders wenn wir gestresst sind und mehr Sauerstoff brauchen. Aber indem wir versuchen, unsere Atmung zu verlangsamen und daran zu denken, bis in den Bauch hineinzuatmen, können wir dieses parasympathische Nervensystem wieder einschalten, den Körper sofort beruhigen und ihn physiologisch auf den Schlaf vorbereiten. Das Tolle am Atmen ist, dass es überall und jederzeit durchgeführt werden kann. Es lässt sich leicht in Ihre Routine integrieren und beispielsweise beim Zubettgehen. Wenn Sie ein paar Tage regelmäßig Yoga für den gesunden Schlaf praktizieren, werden Sie die Vorteile definitiv sich in Ihrem Schlaf bemerken. Ich wünsche viel Spaß und eine ganz friedvolle, erholsame Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Bettzeit-Yoga-Einheit. Vielleicht auf dem Bett, vielleicht auf der Matte. Das, was jetzt stimmig ist, ganz kuschelig. Positionieren Sie sich in Sukhasana, den Schneidersitz. Sie haben sicherlich schon Ihr Journaling-Programm gemacht und alle Altlasten des heutigen Tages für sich schon dokumentiert und verarbeitet und den neuen Tag mit einer liebevollen Visualisierung schon neu programmiert. Jetzt kann es in die Nacht hineingehen. Sie können entspannen und loslassen. Vielleicht haben Sie ein paar Kissen griffbereit, ganz entspannt aufgerichtet. Sie haben ein paar Kissen griffbereit, weil wir im Anschluss eine gestützte Schulterbrücke einbauen werden, wo die Hüfte auf viele gestapelte Kissen liegen darf. Nun ganz bewusst ankommen im Hier und Jetzt. Das heutige Thema: Ich umarme meine Träume. Gerade jetzt, wo die Nacht einkehrt, verblassen die Sorgen. Ich stimme mich friedlich darauf ein, dass ich alles getan habe, was ich heute tun kann, und ich umarme meine Träume. Denn morgen wird ein neues Licht und eine neue Kraft eintreten. Und ich stimme mich ein für eine liebevolle Nacht, wunderschöne Träume. Träume, die mir am Herzen liegen, denn alles ist gut. Einatmen, Rücken langstrecken, Blick zum Himmel. Herzraum strahlt nach vorne. Und nun langsam mit dem Rumpf mal weit nach rechts. Versuch viel kreisen, Rücken rund. Nach links und nach vorne, um die andere Richtung so viel kreisen, links, zurück, rechts und vorne und wieder wechseln, rechts, zurück, links, vor und wieder dort zur Mitte kommen. Die Schultern etwas mobilisieren und kreisen lassen, ganz weit nach vorne, nach oben, zurück. Ganz geschmeidig die Arme über die Seite in eine Räuberleiter zum Himmel und mal nach rechts und mal nach links. Alle Disbalancen, die der Tag mit sich gebracht hat, lösen sich nun auf. Räuberleiter hinter den Rücken und langsam nach vorne, die Faust wie eine Kerze zum Himmel. Stirn in Richtung Unterlage, einatmen wieder hoch, Beine andersrum überkreuzen, Räuberleiter hinten. Blick zum Himmel, ausatmen noch einmal in eine Vorbeuge. Und nun langsam wieder hochkommen, Fußsohle auf die Unterlage, die Knie strahlen zum Himmel. Wirbel für Wirbel abrollen für die Schulterbrücke. Gerne Ihre Kissen, die griffbereit liegen, unter die Hüfte positionieren. Hüfte weit nach oben.
Herzraum zum Himmel. Und wenn Sie jetzt ganz gut gestützt sind mit den Kissen, die Beine jetzt lang strecken und nun das rechte Bein etwas beugen, für so einen Ausfallschritt Schienbein fassen und Knie in Richtung Brustkorb. Schultern entspannt, Kopf ist mittig. Ganz tiefe Atmung. Einatmen langsam. Atemfülle halten. Ausatmen. Um ganz langsam zurückzufahren. Langsam ein und beim Ausatmen Beinwechsel, linke Bein hochbringen, rechte Bein lang strecken, im Schienbein fassen. Langsame Atmung. Sowohl die Atemfülle als auch die Atemleere, etwas ausdehnen. Schicken Sie Ihren Atem in den Bauchraum. Knie noch etwas näher heranführen und langsam die Beine zum Boden, Fußsohle tief, Kissen zur Seite führen, Beine Richtung Rumpf, ein bisschen hin und her schaukeln und nun in der Rückenlage für eine Taube. Sie können diese Taube auch mit den Füßen in der Wand positionieren. Linker Fuß auf die Wand, rechte Bein überkreuzt. Feine Taube. Die Arme ganz entspannt. Entweder schieben wir mit der rechten Hand den Oberschenkel weg oder einfach Arme über den Kopf. Ganz weich im Kiefer, im Nacken, im Schulterbereich. Die Wirbelsäule, tiefe Atmung, ganz entspannt. Die Augen entspannt geschlossen. Jetzt das rechte Bein über das linke überkreuzt für so Adlerbeine und die Knie weit nach links. Und durch den rechten Arm greifen wir nach außen.
ganz gelöst. Stimmen uns ein für Entspannung, für Schlaf. Einmal tief in den Bauchraum einatmen und beim Ausatmen lösen zur Mitte. Für die Taube in der Rückenlage, andere Seite. Linker Fuß über das rechte Knie, rechte Fußsohle auf der Wand. Linke Knie gerne weit wegschieben. Die Intensität kann man steigern, indem die Hüfte näher zur Wand bringen, obwohl wir jetzt die Intensität beim Abendprogramm jetzt nicht so unbedingt hochschießen müssen. Es geht um liebevolle, achtsame Dehnung. Wahrnehmen, ob irgendwelche Anspannungen in den Schultern oder im Gesicht sich aufstauen. Linke Bein über das rechte für eine Rotation. Ganz weit ausgestreckt. Liebevolle Rotation. Drei tiefe Atemzüge. Und nun langsam die Beine an die Wand lang strecken. Fußspitzen nach außen, Arme geöffnet, entspannt. Eine wundervolle Übung, wenn Sie den Tag auf den Füßen verbracht haben. Das Nervensystem kommt zur Ruhe. Ganz viel Weichheit, mehr Entspannung. Hingabe. Und dann langsam rollen wir zu einer Seite in der Seitenlage.
Vielleicht möchten Sie einen Arm unterm Kopf positionieren, kurz wahrnehmen. Und nun, wenn Sie möchten, in Shavasana. Vielleicht unter die Decke, Kopf mittig, Handrücken, Unterlage. Möglicherweise wirklich ganz gerade, ohne Kissen. Wahrnehmen, wie jeder einzelne Muskel im Körper entspannt und sie loslassen. Alle mentale Anspannungen lösen sich auf. Absolute Erlaubnis zu entspannen. Ich umarme meine Träume. Die Nacht wird dunkel, meine Sorgen sind verblasst. Ich schlafe friedlich. Ich weiß, dass ich alles getan habe, was ich heute machen kann. Ich umarme meine Träume. Morgen wird ein neues Licht in eine neue Kraft kommen. Heute schlafe ich mit meinen Träumen ein, die mir am Herzen liegen. Alles ist gut. Namaste. Wunderbar. Wie war die Einheit? Lass es mich in den Kommentaren wissen, wie du dich gefühlt hast. Mich interessiert natürlich auch, woher du kommst, beziehungsweise wo du heute praktiziert hast. Denke daran, meinen Kanal zu abonnieren. Ich werde dir weiterhin neue kostenlose Erlebnisse zukommen lassen. Wenn du mein Lieblingsprogramm 9 Wochen Yoga Online Retreat kostenlos genießen möchtest, findest du unten in den Beschreibungen den kostenlosen Zugangscode. Als allererstes einfach mal herzliches Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit mit mir auf der Matte genommen hast. Namaste.